Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Heute werden wir in Colony zum Mond fliegen, die ersten Menschen auf dem Mond. Ja, wir werden zu der Mondbasis fliegen. Genau gesagt zum Landepad. Ihr seht die Docking-Ports an den Seiten. Ich habe es einfach auf beiden Seiten gemacht, damit es schön symmetrisch ist. Die ganze Mission werden wir mit der Atlantis 4 durchführen. Atlantis 4 V2 genau gesagt. Ja, wir werden nicht die Mikroraumstation nutzen, um in einen Erdorbit zu gelangen, sondern genau so halt. Also es fliegt von ganz alleine. Dann habe ich etwa 35% Treibstoff von hier, die ich dann in das Landepad reinmachen kann. Und dann fliegen wir zurück. Ich werde mit diesem Versorgungsraumschiff nicht mehr auf der Erde landen, weil das einfach viel zu viel Treibstoffverbrauch wäre. Außerdem mag ich Fallschirme nicht so. Deshalb nur die Kapsel wird zurück zur Erde kommen und natürlich die unteren beiden Stufen. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. So, da sind wir auch schon gelandet. 1,3% Treibstoff übrig. Es ist sehr schwer mit dieser Rakete zu landen. Man muss ziemlich gut sein. Weil die Rakete halt so hoch ist, hat sie ein sehr großes Stabilisierungsproblem. Ich arbeite noch dran, ja. Ich weiß nicht genau, was ich daran noch verändern soll. Aber ich werde es mir nochmal angucken. Jedenfalls sind wir hier schon in einem Erdorbit. Und die zweite Stufe werden wir jetzt einfach erstmal im Orbit zurücklassen und einfach zum Mond fliegen, dort landen und dann wieder zurückfliegen und auf der Erde landen.
So, da sind wir auch schon wieder auf der Erde gelandet. Mit der zweiten Stufe, während das Versorgungsraumschiff hier noch auf dem Weg zum Mond ist. Ist einfach ein bisschen effizienter. So, beenden wir die Mission hier. Dann sind wir schon auf dem Weg zum Mond. So, wir sind am Mond. Jetzt müssen wir umdrehen, um in einen schwachen Erdorbit zu gelangen. So, wir haben einen schwachen Erdorbit. Jetzt beginnen wir zu landen. So, da sind wir auch gelandet. Ich bemerke jetzt erst diese pure Größe von diesem Raumschiff. Ich würde ein bisschen weiter nach rechts gehen erstmal, wegen den Landebeinen. So, dann fahren wir die Landebeine ein. Dann gehen wir wieder nach rechts. Und ihr seht, wir werden die untere Andockschleuse benutzen. Noch ein bisschen weiter und auf der Oberfläche vom Mond angedockt. So, jetzt werden wir hier, ja, ich sag mal 30% rausnehmen, weil der Flug jetzt nicht so besonders toll war. Das heißt, 14% werden übrig bleiben. Und damit können wir auch schon sehr viel erreichen. Hier haben wir immerhin schon 51% drin. Ich würde sagen, lassen wir es nicht lange dabei. Na komm. Abdocken. Und dann fliegen wir auch gleich wieder los.
So, da sind wir gelandet auf der Erde. Wir haben ein bisschen Weltraummüll hinterlassen. Der Rest der Stufe schwebt noch ein bisschen im All herum. Aber das werden wir jetzt ändern. Durch eine weitere Runde. So. Da haben wir den Satelliten. Hier haben wir diesen Ersatztank. Und da haben wir unser Landepad mit der Rakete, mit der ersten Sonde, die wir zum Mond geschickt haben. Das hier sind die drei geostationären Satelliten. Das da ist ein Satellit, beziehungsweise die Raumstation. Das ist nochmal ein Satellit, beziehungsweise die Raumstation. Das ist die Mikroraumstation, wo ich den Treibstoffbug hatte, ja. Deshalb hat die so einen komischen Orbit. Und ich sehe gerade, wir verlassen jetzt gerade den Orbit mit unserem Weltraummüll. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hierhin zurück. Und lassen das einfach ein bisschen vorspulen. Bisschen gefährlich, wenn das jetzt hier drüber fliegt. Hoffentlich landet es nicht genau auf unserer Kapsel. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen doof. Und? Na komm schon. Nochmal zurückgehen. Bisschen weiter fliegen lassen. Einmal nochmal abbremsen und dann fällt das gleich auf die Erdoberfläche. Noch ein kleines Stück, 1 Kilometer. Und ihr seht, 4,5% Treibstoff. Das hätten wir nicht mehr geschafft, wenn wir diese 5% noch dazu gegeben hätten. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen, weniger Treibstoff verwenden. Und hier haben wir es. Wir waren auf dem Mond zum ersten Mal. Wir beenden die Mission, haben die Atmosphäre verlassen, Orbit erreicht, Mondorbit erreicht, auf der Oberfläche vom Mond gelandet, auf der Oberfläche vom Mond auch angedockt, den niedrigen Orbit erreicht, dem Einflussbereich des Mondes entkommen, wieder zurück auf der Erde und sicher gelandet. Ja Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.